Die Karl-Heimanns gemeinnützige Gesellschaft setzt sich für die Integration Europas ein. Wir arbeiten für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas als Industriestandort. Mit der Auszeichnung Karl-Heimann-Preis European Legal Award würdigen wir Europäer, die sich mit ihrem politisch-juristischen Lebenswerk und ihrem persönlichen Einsatz um die europäische Integration verdient gemacht haben. So wurde in 2013 der Karl-Heimann-Preis in der Paulskirche in Frankfurt am Main vor über 400 geladenen Gästen aus ganz Europa an einen verdienten französischen Politiker verliehen. Der Jurist Robert Badinter erhielt den Karl-Heimann-Preis für seine Idee einer gemeinsamen Verfassung für Europa. Wirtschaftsführer, Unternehmer, EU-Staatsvertreter sowie EU-Parlamentarier, Abgeordnete und Verfassungsrichter verfolgten in der Paulskirche den historischen Moment. Badinter erklärte in seiner Rede, dass die gemeinsame Verfassung der Schlüssel zu Wohlstand, Friede und dem funktionierenden Staatenbund Europa ist. Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, betonte, dass Europa weiter zusammenwachsen müsse. Der Beiratsvorsitzende der Karl-Heimanns-Gesellschaft, Ulrich Herrmann, unterstrich die Wichtigkeit eines stabilen EU-Binnenmarktes für die Unternehmen in Europa. Europa ist also auch für uns eine Existenzfrage. Der Karl-Heimann-Preis ist unser Beitrag auf dem Weg zu einem geeinten Europa. Robert Badinters Vorschlag der gemeinsamen Verfassung erzeugte hohes Medieninteresse. Auch in den kommenden Monaten arbeiten unsere Förderer, das Kuratorium und die Vertreter der Mitgliedsländer gemeinsam an den großen Herausforderungen Europas. Arbeit und Bildung, Energiepolitik, Gesundheit, Transport und Verkehr und die Verteidigungspolitik für Europa. Auch der nächste Karl-Heimann-Preis wird im Rahmen einer Wochenendveranstaltung verliehen werden. In kleinen Gesprächsgruppen wird dabei mit der EU-Kommission, den entscheidenden Parlamentariern und Regierungsvertretern über zentrale Fragen der Wirtschaft und Kernthemen Europas gesprochen werden. Karl-Heimanns gemeinnützige Gesellschaft fördert Europa als demokratisches Vorbild und als Wirtschaftsstandort. Mit unseren Aktivitäten und dem Karl-Heimann-Preis wollen wir nicht nur die Grundwerte Europas festigen. Wir wollen den ökonomischen Erfolg der Union langfristig sichern.